Bekannte Mona hat mir diese Erlaubnis persönlich erteilt. Was? Der Dekan? Und das soll ich glauben? Okay, ich glaub's. Sie werden doch wohl nicht seine Autorität in Frage stellen. Boah, da hätte sie ja gar nicht zu ihm hingehen müssen. Ja. Dekanin Mona meint, es wäre in Ordnung. So, dann gehen Sie doch rein. Boah, wenn Ermittler so einfach... Danke sehr, Inspektor. Komm, Ernst. Oh, ja, entschuldigen Sie uns bitte, Inspektor. Keine Ahnung, warum der Dekan zwei solche Hampelmänner ermitteln lässt. Unerhört. Ich mache jetzt erstmal den Hampelmann. Nicht einmal Inspektor Hastings konnte uns jetzt noch aufhalten. Schließlich hatten wir die Weltherrschaft erobert. Schließlich hatten wir die Erlaubnis von Dekan Delmona. Ich wartete mit angehaltenem Atem darauf, welch wundersame Schlüsse Miss Layton am Tatort wohl ziehen würde. Doch sie brauchte leider so lange, dass ich wieder anfangen musste zu atmen. Bling. Blub. Ist das leiser geworden? Also mir kam es gerade vor, als wäre irgendwie der Ton leiser geworden. Ich glaube, der Ton ist tatsächlich leiser geworden. Wenn ihr das bestätigen könnt. So. Wollen wir? Ja. Dr. Ohms Forschungslabor. Kling. Da sind wir also, Miss. Das Forschungslabor des angesehenen Dr. Gene Ohm. Ist das nicht aufregend? Hier hat sich der Vorfall so ereignet. Und du bist durch das Fenster der Fenster gekommen. Oh, jetzt ist es wieder lauter geworden, ne? Oh, wie gemein das ist. Warum vor allem? Ah! Besser? Ja. Okay. Ein Spiel, dem ich folge auf Steam. Dazu gibt's was Neues. Aber egal. Ganz recht. Das ist das Fenster, durch das ich geschaut habe, bevor ich ausgerutscht und durchgefallen bin. Und das, bevor ich überhaupt mit der Universität angefangen habe. Schon durchgefallen. Inklusive Purzelbaum. Hatte ich das schon erwähnt? Ja! Hattest du. Und das da drin ist dann wohl Dr. Ohm? Laut Inspektor Hastings hat er dich des Verbrechens beschuldigt. Meine Güte, ich verehre diesen Mann. Vielleicht deswegen. Und er hält mich für einen Verbrecher. Wir sollten ihn zuerst einmal befragen. Er ist da drin. Oh Gott. Entschuldigen Sie bitte, Dr. Ohm. Ich stell mal kurz um. Ich stell mal um. Okay. Oder wie soll ich den denn? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Catria Layton. Dekanin Mona hat mir erlaubt, Ermittlungen zum Diebstahl ihrer Forschungsunterlagen anzustellen. Ach, eine Schande ist das. Das kann ich Ihnen sagen. Und... Moment! Sie sind doch der junge Mann, der sie mir gestohlen hat! Nein, ich kann Ihnen versichern, dass ich zu Unrecht verdächtigt werde, Professor. Ich war es nicht. Was machen Sie denn überhaupt hier? Hat man Sie nicht zu Scotland Yard gebracht? Vor allem, was hat denn der für eine fette Nase? Was hat denn der für eine Frisur? Ja, hat man. Aber man ließ mich gehen, weil man nicht genug Beweise gegen mich hatte. Hannes, sie hat sich eindeutig verdächtig verhalten und das Labor durch ein Fenster betreten, aber er ist nicht der Schuldige. Ich habe vor, Ernest guten Ruf wiederherzustellen, indem ich den wahren Tipp finde und ihm oder sie den Gesetz übergebe. Und falls er doch der Täter ist, dann habe ich ihn wenigstens überführt. Ja, wir müssen dieses Labor gründlich untersuchen und uns keine Hinweise entgehen lassen. Ich habe zwar keine Ahnung, was Sie hier zu finden hoffen, aber wenn der Dekan Ihnen seine Erlaubnis erteilt hat, kann ich Sie nicht aufhalten. Nur zu, aber fassen Sie ja nicht meine Experimente an, oder mich. Danke, wir versuchen Ihnen nicht so viel Zeit zu stehlen. Wir haben Ihnen ja schließlich schon die Unterlagen geklaut.
Blumentopf. Blumentopf? Ah. Kuriosität bei den Pflanzen im Reagenzglas. Okay. Hier. Alles klärchen. Gemeines Gemüse. Oh, das sieht ja aus wie schreiendes Gemüse. Hilfe, man hat mich rausgezogen. Müsste aus Harry Potter sein. Und ich habe ein Rätsel. Wo? Da bei den Regensgläsern. Regensgläser! Plastik! Ja. Okay. Das ist die Forschungsausrüstung von Dr. Ohm. Sie ist sicher, die ist sicher Weltklasse, wahrscheinlich auch recht teuer. Ob er bei seinen Experimenten oft mal was fallen lässt? Chemikalien und so Sachen meine ich. Oh ja, also etwas kommt leider vor, wie in diesem Fall. Oder in diesem Fall. Oder wie hier halt. Wertvolle Medizin. Oh oh. Dem Jungen ist ein Fläschchen mit kostbarer Medizin aus der Hand gerutscht. Versuche den Schaden zu begrenzen, indem du ein Holzbrett so platzierst, dass möglichst wenig Medizin auf den Fußboden läuft. Wo wäre der beste Ort, um das Brett zu positionieren? Schiebe es, um es zu bewegen, und tippe es an, um es zu drehen. Ach du Schande. Oh Gott. Also ich lache, wenn es funktioniert. Hä? Wenn was funktioniert? Ich hab's. Ja, darf ich das auch? Ja, okay. Wir haben beide einen Punkt. Wir können also ja, weil das war ja... Eine echte, das war wieder klar. So ein typisches Lady Layton-Rätsel. So. Ja, so. Es gibt keine normale Lösung. Einfach irgendwie versuchen, dass es bei Null ankommt. Ehrlich gesagt, das habe ich mir von Anfang an schon irgendwie gedacht, dass man es irgendwo hinpackt, ja, wo es das einfach auch verdeckt. Ich eben auch. Oh. Die Medizin ist gerettet. Also machen wir wieder Gleichstand. Ne, ja, Gleichstand. Was? Nein, nicht Gleichstand, aber jeder einen Punkt halt. Ja. Okay. So. Wenn die Flasche einfach versiegelt wird, ja, kann auch keine Medizin auslaufen. Achte immer darauf, wo du hintrittst, wenn du etwas trägst. So, umschalten. Ja. Stumm schalten. Klappe halten. Okay. Genug. Klappe halten. Und Action. Oh, das hatte ich wirklich mal irgendwo gesehen. In Pokémon haben sie den Witz gemacht. Da ging es auch um Film machen und Misty dann auf einmal halt so Klappe halten irgendwie dazu gesagt. So zu dem Regisseur, glaube ich, oder so. Ach, das waren Zeiten. Ja, irgendwie so die Antwort ist Nullart. Ja, ja, eben. Also erstmal überlegen, gibt es eine Möglichkeit, dass halt einfach keins ausläuft? Ja. Und das wäre ja sozusagen null. Null Verschwendung. Ja, es gibt meiner Meinung nach auch zu viele dieser Art von Spiel. Ja, genau. Und ich musste heute schon mal jemandem erzählen, was an dem Spiel mir so nicht so ganz gefällt. Ich glaube, auf die Rätsel bin ich gar nicht eingegangen in dem Kommentar. Nee? Nö. Finde ich ein großes Kriterium. Nee, auf jeden Fall. Das war auch etwas merkwürdig. Also nichts gegen Kommentare oder sowas und erst recht nicht gegen Lob und alles. Und auch nicht gegen die Person an sich. Richtig. Aber das fing so an. Oh, ich liebe dieses Spiel und alles, weil es mit Layton oder alles und alles, was mit Layton zu tun hat und sowas. Ich meine, ich kann das verstehen. Ich finde auch alles recht toll, was mit Layton zu tun also hat. Also vor allem die Musik, also aber ja, halt das richtige Layton nicht da. Ja, genau. Also irgendwie ist das eher so Mittelmaß. Wenn ja, überhaupt. Und nee, jedenfalls kam dann eben die Frage, warum magst du das denn so sehr? Und dann habe ich eben gesagt, naja. So sehr mag ich das eigentlich. Genau, und habe das dann also erklärt, warum und sowas. Was? Ich bin drauf eingegangen. Voll. Auf jeden Fall kam dann als Antwort halt auf meine auch relativ kritikbehaftete Argumentation. Der Meinung bin ich auch. Oder. Genau deiner also, Meinung. Ja, also war ein bisschen. Ja, gehören. Also man kann ruhig seine eigene Meinung haben. Ich würde es auch nicht. Ich bin der Letzte, der da was dagegen hat. Außer natürlich ist es eine Meinung, die mir nicht gefällt. Nein. Also je nachdem. Wenn es Leute als
Also, wenn das Leute diffamiert und sowas, dann ist das was anderes. Wenn es beleidigend ist, sonst. Nein, ich denke mal, Review richtig kann man das ja auch erst machen, wenn das Spiel durch ist. Ja. Damit man dann sagen kann, okay, das hat mir nicht gefallen, das hat mir auch nicht gefallen, das ist am Ende besser geworden und hat mir dann trotzdem nicht gefallen. Na, wir gucken. Ja. Okay, was auch immer das war. Ach, es wäre so schön, eines Tages mit Dr. Ohm zusammenzuarbeiten, während er mich die ganze Zeit böse anguckt, weil er immer noch nachtragend ist, obwohl ich nichts getan habe. Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, sollten wir zuerst einmal beweisen, dass du seine Forschungsdaten nicht gestohlen hast. Da hast du natürlich recht. Ja, das ist richtig, Günther. So, wir müssen ja eigentlich noch Sachen finden. Ich denke mal, das Fenster ist eins davon. Ja, aber das... Blumentöpfe links. Oh, Seite. Ja, Mode. Achso, Mode und so weiter. Okay. Bücher da oben, nichts. Bücher da auf dem Tisch ist was, irgendwas. Untersuchen. Ja, mach mal. Dr. Ohms Schreibtisch ist beneidenswert gut aufgeräumt, oder? Ja, du würdest das ja nie hinkriegen. Moment mal, der ist noch gar nicht dabei. Ja, zumindest deutlich besser aufgeräumt als der eines gewissen anderen Professors an dieser Uni. Oh, eines gewissen anderen? Wie meinen? Egal, aber für gewöhnlich meint man doch, dass Akademiker zu tief, zu vertieft in ihrer Arbeit sind, als dass sie wirklich Ordnung halten würden. Sie lästert über ihren Papa. Entschuldigung, ich weiß zwar nicht, wen sie noch, sonst noch so an Akademikern kennen, aber ich verbitte mir, dass sie mich mit ihnen in einen Hut werfen. Oh, das tut mir leid. Ich dachte nicht, dass sie mich hören können. Ich bin von Haus aus ein sauberer und ordentlicher Mensch. Inmitten von Unordnung kann ich mich nicht entspannen. Und deswegen bin ich doch an der Uni, um mich zu entspannen. Es ist doch ganz einfach. Man legt die Dinge wieder an ihren Platz, wenn man mit ihnen fertig ist. Und Müll kommt in den Mülleimer, stimmt's? Na, jetzt nur nicht. Gleich. Nein, wir müssen gemein. Warte mal, mein Mülleimer ist auch da hinten. Das ist jetzt echt gemein. Eben. Vielleicht treffe ich ja. In den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. Das wird nie was. Nee. Daneben. So, bei mir war der Müll wenigstens nicht auf dem Boden. Ich erinnere nur an die Milka Vollnuss. Muss es nicht. Alles gut. Ich zieh dich nur auf, aber ich mein's nicht böse. Also wegen solcher Sachen würde ich mich nie und nimmer so aufregen oder so. Ist alles gut. So. Wenn man mit Unterlagen fertig ist, entsorgt man sie umgehend. Moment, was? Zum Beispiel gibt man sie Ziegen zum Fraß vor. Man kann keinen zusammenhängenden Aufsatz zu einem Thema schreiben, wenn man von Chaos umgeben ist. Zumindest ist das mein Credo. Und deshalb sorge ich immer für Ordnung. Verstehe. So arbeitet der große Professor also. Faszinierend. Ich würde sagen, wir müssen auf das Fenster aufklicken. Aber haben wir nicht noch irgendwo eine Münze? Ich habe jetzt auf das Fenster geklickt. Okay, okay. Blöp. Oh, schau nur, vom Fenster aus kann man einen schönen Blick auf die Rosen haben. Mhm. Ah, Ihnen sind die Rosen aufgefallen, was? Aber hallo, sie sind einfach bezaubernd. Nicht wahr? Ich halte oft inne und schaue sie mir durch das Fenster an. Wer kümmert sich denn schon um Blumen? Was? Wer kümmert sich um die Blumen, Dr. Ohm? Meinst du das im Chat? Ja. Ja. Sie war's, sie war's! Er war's! Ist hier jemand eine Hexe? Nein. Nein, niemand ist Hexe. Also nicht, dass ich wüsste. Nö. Nö. Hab keine Talia-Magiker. Nö, eben.